Jedes Spiel hat seine Szene, jeder hat seine Momente. Und wenn man die merkt und die sieht und sich darüber wirklich noch tief, 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 tief freuen und erregen kann, dann, glaube ich, ist man dem Geheimnis von diesem Sport sehr nah. Ich bin immer noch beleidigt, wenn ein Spiel nicht gut genug ist. Und ich bin immer noch kindlich begeistert, wenn es schöne Dinge zu sehen gibt. Große Jungs können kleine Jungs sein wieder mit Fußball. Deswegen ist das so faszinierend. Und in meinem Alter jetzt kann ich dem immer noch hinterher rennen. Und das mache ich seit 60 Jahren fast. Zürich ist sein Lebensmittelpunkt. Schon lange. Dreimal hat er geheiratet. Drei Söhne hat er aus zwei gescheiterten Ehen. Nick und Tim, die beiden Jüngeren, und Jan, den Erwachsenensohn. Mit seiner jetzigen Frau führt Marcel Reif eine Fernbeziehung. Zwei kleinen Söhne sind die Hälfte der Woche bei mir, hier im Haus in Zürich. Die Mutter der Jungs ist Schweizerin. Es war von vornherein klar, dass wir ein gemeinsames Sorgerecht haben, ihre Mutter und ich. Und dass die Kinder hier in diesem Haus, wo sie nach der Geburt die ersten Jahre verbracht haben, weiter hier auch die Hälfte der Zeit leben. Alleinerziehender Vater bin ich hier, die Hälfte der Woche. Und als die Situation entstand, das ist ja nichts, was man sich wünscht, als die Situation entstanden ist, gebe ich zu, hatte ich ziemlich Panik. Da waren die beiden 6 und 4. Und ich musste viele Dinge lernen und ich musste viele Dinge als selbstverständlich sehen. Du hast doch nicht seit 60, ja? Zeig mal. So ist es fein. Und gar nicht durchgestochen, gell? Super. Er hat mir gesagt, du darfst nie machen, wenn sie so schwellen, oder? Ja, genau. Heute ist das kein Thema mehr. Also alles, was hier zu tun ist und diesen Laden am Laufen zu halten, dann fällt mir völlig leicht. Aber nimmst du die großen Teller raus? Die beiden wissen allerdings auch, dass das hier eine Wohngemeinschaft auch ist. Das heißt, ich brauche Hilfe. Jeder packt hier an. Es kann keiner sagen, so, ich lehne mich mal zurück. Das hat sich eingespielt und ich habe den Eindruck, sie möchten es beide auch nicht anders haben. Was ist das? Safran. Essen wir gern Safran? Ja, ja, sehr. Ja, dann mal gucken. Ich sieht auch so super aus. Meinst du, das reicht, die vier Dinge? Auch noch Salat. So, guys, you know what? Mm-hmm. You can come over here and help me. So, the same. Ja, komm, bitte. Heimat ist da, wo die ganze Familie ist. Und ich hatte nie so diesen Begriff Heimat als Wurzel gebunden, nie. Sondern Heimat war immer gern da, wo die Menschen sind, die mir was bedeuten. Also von daher.
Das hat so ist ja meine ganze Kindheit auch gelaufen. Also ich konnte mir das auch gar nicht leisten, irgendwo zu sagen, so, das ist meine Heimat, die hätte sich ja dauernd verloren. Und ich habe eher Heimat immer wieder gefunden. Kann man sich überhaupt vorbereiten auf ein Spiel? Ja, also so zum Beispiel, wie viele Spiele haben die zuletzt gewonnen? Was für eine Serie haben die? Wo sind sie anfällig? Wo machen sie statistische Fehler? Also man sagt, die sind anfällig gegen Ecken oder so Zeugs. Und der Rest ist halt über die Einzelfiguren. Also zwei Drittel von dem, was hier steht, wird hoffentlich nicht verwendet werden, weil das Spiel so gut ist. Und über die einzelnen Spieler, wenn einer mit einem offenen Bruch da liegt und wird eine halbe Stunde behandelt, dann ist gut, wenn man was hat, aber wenn das Spiel läuft. Wenn man jung ist und in der Anfangszeit, dann denkt man, so viele schöne Sachen hast du da gefunden, jetzt kann ich die alle nicht verwenden. Also labert man in den ersten 10 Minuten alles raus, was da steht, und die Leute zu Hause gehen in volle Deckung. Das ist nicht hilfreich. Mittlerweile hoffe ich auf ein gutes Spiel, und da muss ich nur machen, uiuiui. Und alle sagen, der hat aber schön gesprochen. Meine Mutter war eine schlesische Katholikin, also eher die Hardcore-Variante. Und mein Vater ein galizischer Jude, die beide sich in Polen kennengelernt haben, sehr polnisch eigentlich waren. Aber die Wurzeln meiner Mutter waren eher deutsch. Also ich bin immer schon mit mehreren Sprachen so aufgewachsen. Meine Großmutter und Urgroßmutter sprachen ein sehr schlesisches Deutsch. Das ist wirklich eigenes Idiom in vielem. Dann mein Vater Jiddisch und Polnisch. Meine Mutter Polnisch, aber mit ihrer Mutter ganz sicher auch Deutsch. Also das war eine Mischung, die ganz sicher nicht in keinem Lehrbuch steht. Aber was dann später nicht so lustig war in der Konsequenz, weil ich musste, egal wo ich hinkam, musste ich Sprachen erstmal lernen, weil die kompatibel waren dort. Oder dort gesprochen wurden und mich kompatibel machen. Mein Vater war der Textilkaufmann. Auch schon ein ziemlicher Baum von Mann. Mit eben dieser Holocaust überlebt habend und Großteil seiner Familie eben nicht. Mit dieser Seite, die aber verschlossen blieb für uns. Da wurde nie drüber geredet. Das war eben nicht kein Bedürfnis, das zu besprechen. Der hat überlebt, damit war der genug beschäftigt. Ich weiß, dass wir mit dem Motorrad hier gefahren sind mit Opa. Also ich vorne auf dem Tank, weil hinten hatte ich Schiss. Und dann weiß ich, dass wir hier irgendwo müssen wir schon geparkt haben. Und wie alt warst du da? 4. Für das erste Spiel weiß ich. 4. 5. Und dann hatten die hier so eine Holzbohlen hingelegt, dass die Spieler, wenn sie dann vom Warmmachen ins Stadion gingen, dann mussten die also hier rüber. Und wir landeten gerade in dem Moment, als abgesperrt wurde, Moment, jetzt kommen die Spieler. Und dann waren wir also ganz vorne, hier so. Und dann kamen die durch so ein Tor hier raus. Und ich stand so groß. Und da kamen die dann an mir vorbei. Das vergisst du nicht. Da war dann der große Torwart Chimkowiak. Da sind wir drin. Nachher mal gucken, ob wir das kriegen. Noch irgendwo Bilder. Und der berichtet, das waren die Helden, die mir. Das, weißt du, wie ich das mit dir gemacht habe? Erzählt dir der Vater erzählt dir, das sind Helden. So, das sind die Großen. Und das merkst du dir. Irre. Irre, wie sich sowas im Hirn einbläut, und deshalb wird man dann Fußball verrückt, und deshalb sitze ich heute noch im Stadion. Verstehst du? Ich verstehe. Das muss ja irgendwo muss das ja herkommen. Aber guck, so wie du mich hier auf dem Betzenberg mitgenommen hast, siehst, ne? Du? So gibt man es dann weiter. Ach, das verrückt, ist das bekloppt, ehrlich, du. Das sind alles Legia-Spieler,
Ah, doch, jetzt könnte es losgehen. Jetzt könnte es losgehen, pass auf. Da. Das ist Edward Szymkowiak, das ist der Torhüter. Jetzt suchst du mit mir Brichtschi. BR. Da oben. Das. Das ist die zwei, das waren die Helden meines Lebens. Guck. Das war der Spielmacher. Das war Fritz Walter von Polen. Verrückte Lichter. Natürlich ist es so, wie einem der Vater, wie wichtig einem der das schildert. Und wenn das dann das gemeinsame Erlebnis ist, mit dem Vater zusammen dahinfahren, dann weißt du, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und Fußballspielen, Kicken war offenbar. Ist das in den Genen irgendwie sowas drin? Bei Jungs auf alle Fälle, denke ich mal. Ich glaube, man weiß auch nichts, sondern es ist intuitiv. Also man kann das nicht beschreiben. Entweder es erwischt einen oder erwischt einen nicht. Und bei uns in der Familie bis jetzt hat es jeden Mann erwischt. Erwischt. Das ist also eigentlich mehr ein sinnliches eine Bauchgeschichte. Definitiv. Dobrze. To i te kabanosy. Takie na wagę pan chce? Tak. Na wagę? Dużo? Są te same jak te, czy nie? Nie. To jest lepsze, nie? Nie. Wiele są lepsze. Znaczy te są bardzo dobre, mają bardzo dużo mięsa. Aha, okej. Okay. Jetzt gucken wir, was hier noch zu kriegen. Aber das reicht, ehrlich. So viel zu der Diät, die wir beide machen möchten. Da werden sich unsere Frauen aber sehr freuen über dieses Mitbringsel. Ja, über die kleine Diät-Mahlzeit. Schatz, ich hab dir was mitgebracht. Auf Wiedersehen. Kannst du jetzt schon? Warte. Hier war der Eingang. Bei uns wurden Feste gefeiert, mehr als bei Ihnen. Also das ganz sicher. Jüdische Feste, katholische Feste, alle mit aller Werbe und allem Pomp. Mein Vater hat bei jüdischen Festen gekocht, meine Mutter Weihnachten und Ostern und alle großen Feiertage. Und da hat er wunderbar mitgezogen. Also insofern, wir hatten eher einen Überfluss an Jubeltrubel. Mir hat nichts gefehlt. Ist das jetzt Ghetto gewesen oder nicht? Ja, als wir hier, das ist gut, als wir, das ist auf dem Ghetto gebaut. Ja. Ghetto, wir waren Anfang 50er Jahren hier. Ghetto war ja, weißt du ja. Ja, so. Ja. Die ganze Gegend war Ghetto. Das ist 50er Jahre Stil auch bauen. Und was ist das von, oder was hat das Stadtviertel für einen Wert innerhalb von Warschau? Also ist es eher. Murano ist jetzt nicht der Villenvorort. Ich meine, Entschuldigung. Haben Sie eine Ahnung, warum Ihre Eltern dann beschlossen haben, wegzuziehen? Hatte das mit dem Antisemitismus? Ja, in der Zeit, so Ende der 50er Jahre ging es, Mitte 50er Jahre ging es so wieder ein bisschen los hier. Und da hat mein Vater, so hat er mir später, hat mir meine Mutter erzählt, hat mein Vater sofort also gesagt, pass auf, gar nicht erst, wir prüfen gar nicht erst. Das Einzige, was wir prüfen, ist jetzt wie. Nicht ob, sondern sofort nur wie. Und dann wollte er mir erzählen, er hat alles verkauft. Optionen waren nur nach Israel, nicht nach Deutschland direkt, wäre nicht gegangen. Ich glaube, dass sie Deutschland im Hinterkopf hatten. Bin aber ziemlich sicher, dass mein Vater erstmal als anständiger Jude, halbwegs anständiger Jude, wenigstens Israel zu probieren. Das Einzige, was er behalten hat, war sein Motorrad. Das war erstens zum Fortbewegen dann und zweitens so als Geldkasse. Das wurde mit eingepackt. Dank zum Wohle. Prost.
Wir hatten eine Vater-Sohn-Beziehung, die war okay, sagen wir es mal. Und dann, als die Trennung von meinen Eltern vonstatten ging, hatten wir ein halbes Jahr Sendepause, haben überhaupt keinen Kontakt gehabt und haben uns dann wieder angenähert und sind seitdem, würde ich jetzt behaupten, beste Freunde. Und Gott sei Dank bin ich schon so alt geworden, dass ich noch nicht so aufgeregt bin wegen dem Geschenk. Mama, das wäre bei dir anders, richtig? Hast du denn schon eine Ahnung, was du denn das jetzt? Ein Klavier. Aus Massachusetts. Er kriegt ein Klavier aus Massachusetts. Ja. Du hast von mir so ein Ding zum Auspacken, nur damit was auf dem Tisch liegt. Wenn du mich daraufhin umbringen willst, wegen des Inhalts... Wer ist im Affekt? Ja, genau. Jan war ja das Bindeglied zwischen uns. Wenn ich was Böses über Marcel gesagt hätte, hätte ich auch immer wieder was Böses über seinen Vater gesagt. Und wenn ich ihm verboten hätte, den zu besuchen, hätte ich ja verboten, seinen Vater zu besuchen. Und das, meine ich, wollte ich meinem Kind nicht auch noch antun. Und deshalb haben wir wieder ganz normal irgendwann miteinander gesprochen. Sag mir. Wir kannten uns nur wenige Tage. Und dann hat er mich auch gleich seinen zwei jüngsten Söhnen vorgestellt. So nach dem Motto, hier, das ist mein Leben und schau es dir gleich an. Und ich glaube, wenn das von Anfang an nicht so gepasst hätte, weil das ja auch ein Stück weit sein Leben ist, seine Kinder, dann hätte es auch mit uns wahrscheinlich nicht so gut funktioniert von Anfang an. Diese zwei gescheiterten Ehen sind reine Niederlagen, sonst nicht. Insofern kein rumes Kapitel meines Lebens, ganz sicher nicht. Und deswegen, unter anderem deshalb, bin ich heute unter geraumer Zeit unterwegs, um da gut zu machen, was gar nicht gut zu machen ist, aber lebbar zu machen, was nicht zu ändern ist. Was die Phase vor einem Spiel angeht, muss ich sagen, hat sich's ein bisschen gewandelt. Früher war es so, da hat er den Adrenalinkick gebraucht. Da hat er sich immer irgendjemanden oder irgendwas genommen, an dem er sich so ein bisschen aufpushen konnte. Da musste dann auch der ein oder andere Ordner, der ihn nicht gleich durchgelassen hat, mal dran glauben. Aber das hat ihn richtig aufgerüttelt und hat ihn eben in dieses Stimmungsspiel gebracht. Aber die Energie steigt dann in ihm hoch und dann wird er schon mal ein bisschen energiegeladen und ein bisschen, sagen wir mal, leicht aggressiven Unterton bekommt er dann auch. Und ich kenne das ja schon, aber das gehört einfach dazu, das habe ich schon gelernt, zu seiner Vorbereitung. Weil er muss auf dieses Energielevel kommen und dann ist er dort. Er ist sehr, sehr extrovertiert, sehr emotional und sagt immer, er wird weder an Herzinfarkt noch an einer schweren Magenkrankheit sterben, weil er all das, was sich in ihm aufstaut, auch sofort nach draußen lässt. Der bereitet sich tagelang vor. Der hat Seite um Seite vollgeschrieben. Da steht selbst der Geburtsort der Urgroßmutter von einem Fußballspieler noch drauf, ja? Im fernen Venezuela. Ja, das, wenn irgendwas passiert, dann kann man da drauf zurückkommen und greifen. Und man hat immer ein ganz fundiertes Wissen. Und nicht nur gerade mal so, wer hat die letzten Tore geschossen, ne? Ich habe ja früher immer öfter daneben gesessen, ja. Und dann hatte ich auch die Kopfhörer auf. Und dann haben die gesagt, so, jetzt ist Werbung. Und dann, warte mal, wenn die Werbung zu Ende ist. Und dann hat man doch gemerkt, dass es eine irrsinnige Spannung im Körper gab, ja.
Und wenn er dann angefangen hat, dann ging die Spannung weg. Und dann hat er halt nichts mehr gemerkt. Da hat er sich wohlgefühlt und war bei sich und konnte Witzchen machen und hat auch noch nach links und rechts was sehen können. So, das war dann Marcel eben nicht mehr unter Stress. Ein bisschen erinnerte mich das Spiel bislang des FC Bayern an den FC Barcelona. Und das ist mal ausnahmsweise nicht als großes Kompliment gedacht. Und in Bayern fällt gerade über die Außen gar nichts ein. Schweinsteiger, Deutschland spielt klasse gegen Mandzukic. Vielen Dank, Christoph. 44. Minute. Alles, was du gesagt hast, stimmt. Und alles, was du gesagt hast, können wir in die Tonne kloppen, weil die Bayern einen Ball durchkriegen. Bolscheid einen Moment weg von Mandzukic, der macht sein 17. Tor. Er spricht nicht so gerne mit mir oder fachsimpelt nicht mit mir über Fußball. Was ich ja auch verstehen kann, weil ich davon kaum Ahnung habe. Aber wenn ich dann mal was sage und wenn er das, glaube ich, auch so sieht, dann sehe ich schon so ein bisschen ein Schmunzeln in seinen Augen. So nach dem Motto, ach, sie hat doch was verstanden von dem, was ich da gesagt habe. Halbzeit ist. Der FC Bayern führt mit 1:0. Und die Leverkusener dürfen in der Kabine jetzt drüber nachdenken, was machen wir. Als ich glaube ich noch bei ihm Assistent war, war das Spiel Schalke-Bayern. Und die armen Schalker hatten zum nächsten Mal wieder gegen Bayern verloren. Und da muss man unten am Spielfeldrand direkt an den Fans vorbeilaufen. Und der eine Teil hat geweint oder war halt wirklich extrem traurig. Und der andere fing dann an, ja, blöder Marcel Reif oder noch Schlimmeres. Aber das war so nicht gegen ihn, sondern das war einfach so, wir müssen jetzt irgendwas loswerden. Die Fans hätten es gern zu 120% nur emotional. Und zwar auch nur einbahnstraßenmäßig. Also die Fans dürfen, müssen das ja machen. Das ist ja per Definition. Die müssen ihren Club lieben, hassen, zutiefst. Wenn ich das beruflich mache, kann ich nicht ganz an die Grenzen immer gehen. Ich muss immer dann auch noch die fachlich das beurteilen und analysieren. Neuer. Bender, der Abwurf unglaublich und Bender, ein Nationalspieler, kann gar nichts anderes machen. Aber das macht Neuer Spaß. Eben als der Ball hoch in den Strafraum kam, der hätte alle umgerannt. Den krieg ich und niemand anders, ich will auch mal das Bällchen haben. Eine Minute Nachspielzeit. Hilbert und Tor, Kießling. Leverkusen kriegt am Ende und Stefan Kießling kriegt am Ende noch mal ein bisschen was fürs Gemüt. Also, die Bayern, klar, werden sich wieder ärgern über das Gegentor. Nachspielzeit ist rum, das Spiel ist rum. Der FC Bayern bleibt zum 50. Mal in einem Bundesligaspiel nacheinander ohne Niederlage, gewinnt 2:1 gegen Leverkusen, die sich hier prima verkauft haben. Je attraktiver das Spiel ist, desto entspannter ist er danach, weil sich vieles neben dem Spiel von alleine erzählt. Wenn es ein Spiel ist, was mittelmäßig bis schlecht ist, dann ist er danach wirklich platt, weil er dann auch mehr arbeiten muss, als wenn das Spiel für ihn arbeitet. Kritik belastet ihn natürlich sehr. Also mein Mann ist ein sehr emotionaler Mensch und er ist auch ein sehr eitler Mensch, ein sehr ehrgeiziger Mensch und er möchte es jedem recht machen, sagen wir es mal so, oder er möchte von allen geliebt werden. Und ich habe gesagt, du, das geht einfach nicht, das kannst du dir abschminken. ...1957 wandert Familie Reif nach Israel aus, zusammen mit den Geschwistern des Vaters. Cousine Etty ist als einzige Verwandte dort geblieben. Martilein! Martilein, mein Schatz! Und du, wo bist du denn? Gut. Oh, Mensch. Oh, Mensch. So. Gut. Danke mal.
Ach, wie schön. Sebastian, müssen wir uns öfter sehen. Etty, wir können nicht mehr machen, weil sonst starben wir weg. Wir müssen sehen uns jetzt. Was? Wir müssen uns öfter sehen. Das geht nicht mehr. Das können wir so nicht mehr. So, wir waren jung, haben wir gesagt, komm, wir sehen uns alle 10 Jahre. Ja, ist gut. Du wohnst in Bad Jam noch da bei Ihnen? Ja, da ist derselbe Platz. Alles ist dasselbe. Nur bei mir. Aber viel Wechsel. Aber jetzt geht's. 14 Jahre ist der Älteste. Der eine ist er melancholisch. Sag mir, und Marion ist die Ärztin. Sie ist nicht die Mutter. Sie ist die nicht dritte die Frau. Nein. Komm, wir laufen ein Stück durch den Sand. Ja. Du läufst gern, du läufst immer durch den Sand. Nein? Na ja. Wann hast du dich geschieden? Vor 7 Jahren. Was sagst du? Vor 7 Jahren geschieden und dann. Die Marion ist ein Arzt. Sie ist Professorin. Ja, sie ist eine tolle Frau. Eine großartige Frau. Und sie hat nichts zu tun mit den Kindern. Und sie hat keine eigenen Kinder. Sie hat nicht? Nein. Und da hat sie gekriegt jetzt Kinder und Enkelkinder. Und die ganze Mischpoke hat sie gekriegt umsonst. Ohne machen Schmutz. Ohne machen Schmutz. Ohne Bauchweh. Ohne Bauch wie nichts hat sie gehabt. Ja. Was kochst du, wo sie ist? Nicht knisches. Nicht knisches. Ein Vogel so? Ja. Ich mach das. Nein. Nein. Wie kann ich kochen, wenn. Ich gebe dir. Oi. Schatzilein, das sieht gut aus. Ja? Joi. Guck. Joffi, Joffi, Joffi. Ich werde älter, merke, aus unserer Familie sterben sie weg. Eine simple biologische Tatsache. Und unabänderlich. Und deshalb merke ich, dass mir diese Familie, die hier ist, immer wichtiger wird, weil es der Rest ist. Also Etty und ich sind die Einzigen. Das ist der Vater von mir. Von mir, das ist ja, mein Vater. Und das ist mein Vater und das ist der Bruder von meinem Vater. Und das ist der Backyard von unserem Haus in Waldenburg. In Schlesien. Ja. Ja, alle sind von Schlesien. Das ist der schöne Leo. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Nein? Das war mein Vater? Ja. Leck mich. Mhm. Der schöne Leon, weißt du was? Leon. Ja. Big Bad Gatsby. Toll. Grandios. Mhm. Meine Mutter hat gewollt sprechen. Und ich habe nicht gewollt zu hören. Das war zu groß für mich. Und dann, wenn ich mich gewollt hören, dann war die Mutti schon nicht da. Und mein Onkel, das ist der Vater von Marcel, hat nie gewollt sprechen. Das war in der Holocaust. Und so, das habe ich Black Holes in die ganze Geschichte. Yad Vashem war ich nah dran bei einem meiner Israel-Besuche. Ich habe es dann nicht gemacht. Ich krieg das nicht hin. Ich kann auch nicht NS-Dokumentationen sehen. Ich kann diese Leichenberge und so was. Ich krieg das nicht hin. Also ich tappe sofort weg, wenn ich merke, irgendwas passiert und ich habe nicht aufgepasst und es geht irgendwas. Ich will das auch nicht hochhängen oder so. Aber das möglicherweise, vielleicht ist das mein Großvater, mein Onkel, was weiß ich. Also ich möchte das nicht sehen. Ich muss es auch nicht sehen, weil ich brauche den optischen Beweis nicht für die Tragweite dessen, was da ist und war. Ja? Schön. Das, ich glaube, ja, komm mit, komm. Das ist ja da. Ja, da rein, der Hof. Aha. Das war der Hof dort drin. Ja. Dort drin. Das war die Welt hier. Die Straße war, das war hier nicht so. Die war hier kein Asphalt und nichts. Das war, weiß ich, das war Orient. Und hier, Tel Aviv war damals vorne die Straßen am Meer, ein, zwei Straßen und dahinter wehte der Sand. Und meine Mutter sagt irgendwann, sitzt sie am Fenster und hört mich mit den Kindern hier draußen spielen. Und Ivrit, also Hebräisch sprechen. Kinder, Zwillingskinder. Er hat auch eine neue Hupe. Bei den Kindern, das geht schnell. Kinder müssen, du willst spielen und wenn du nicht sprichst. In der israelischen Grundschule scheitert der 6-Jährige nach 4 Wochen dennoch, wegen der Sprache.
warum meine Eltern dann eine Schule belgischer Mönche, ein Internat genommen haben, hat sich mir nie erschlossen, weil ich meine, das war zwar kein Hebräisch, aber dann war es entweder Französisch oder Flämisch. Auch das ist nicht in meinem Spektrum gewesen damals. Haben Sie das Ihren Eltern übel genommen? Meiner Mutter sicher. Ich glaube, das Verhältnis zu meiner Mutter war bis zu ihrem Tod. Ein Schatten war immer irgendwie. Und ich glaube, das hängt damit zusammen. In einem fremden Land dann plötzlich allein zu sein und in einem Nichts zu landen, das hat mich offenbar massiv verstört. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, fahre ich hierher, gucke auf dieses Gebäude und krieg so dieses, ich krieg's nicht geregelt. Also ich guck da drauf und weiß, dass es das Gebäude ist, aber wie es da drin aussieht, kann ich nicht sagen. Und ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Also wenn ich mich umdrehe und ich habe diesen Platz hier vor mir, dann weiß ich, dass hier war ein Stand mit Falafel und hier war ein Stand mit Sabris, also mit diesen Kaktusfrüchten, mit den Süßen. Und mein Vater kam mit dem Motorrad mich hier abholen an dem Tor, Freitagabends dann nach einer Woche. Das alles habe ich so präsent vor mir, aber da drin ist ein schwarzes Loch. Nicht nur Marcel, auch die Eltern Raif werden in Israel nie heimisch. 1958 ziehen sie nach Europa zurück. In der US-amerikanischen Garnison in Kaiserslautern findet Vater Raif Arbeit. Marcel wird zum dritten Mal eingeschult. Diesmal in eine deutsche Grundschule. Ich musste als Achtjähriger in die erste Klasse. Das klingt für Menschen, für Erwachsene halb so wild. Das müssen Sie mal mit einem Achtjährigen machen, in der Horde von Sechsjährigen. Da hingesetzt zu werden und sagen, du musst erst mal Deutsch lernen. Und das hat meine schulischen Leistungen enorm befördert. Also bloß raus aus diesem Kindergarten. So richtig bewusst kennengelernt habe ich ihn so in den Anfangswochen, als der Musiklehrer sagte, so die Namen so durchgingen und dann sagte er beim Marcel, Greif. Und dann ist der Marcel aufgestanden und hat gesagt, Reif. Und dann hat der Musiklehrer wieder gesagt, Greif wie der Vogel. Und dann sagte er, nein, Reif. Und er war sehr selbstbewusst. Also so mit 10 Jahren, das fand ich einfach richtig gut und beeindruckend, dass er so in diesem autoritären System, in dem wir da auch waren, so dagegen gehalten hat. Kaiserslautern war eine sehr gemischte Stadt. Das war so eine Garnisonsstadt fast der Amerikaner, großer Flugplatz oder zwei Flughäfen in der Nähe. Und Koreakrieg noch, so Anfang der 50er Jahre. 1954 war Deutschland Weltmeister geworden mit 5 Spielern aus Kaiserslautern. Fritz Walter kam hierher und das war eine Stadt, die hat einfach nur für den Fußball gelebt. Das eine waren die Amerikaner und das andere war der Fußball. Bei Marcel war es dann so, dass er in den Verein reingegangen ist, in den FCK. Das war die schlaue Idee meiner klugen Mutter. Als wir aus Israel nach Kaiserslautern kamen und ich der Sprache nicht wirklich mächtig war, wusste sie, dass ich ganz gut kicken kann, offenbar. Und dass man die Sozialisierung so hinkriegt, also wird er mitspielen dürfen. Das. Und genau das war's. Ich bin dann sehr schnell in diesem Verein aufgegangen. Also meine Kindheit definiert sich ziemlich über diesen Verein. Ja, die haben ja gar keine andere Chance, als mit jungen Spielern das erste Mal. Sonst, wenn du es auf der Naht hast, musst du das machen. Und dann habe ich Fußball gespielt. Wird. Ja. Kleine Schwarze, das ist richtig. Das ist gut, ja. Richtig. Das ist gut. Mhm. 12 Jahre, da zeigt sich das. Mhm. Das ist das einzig Gute hier, dass die ein paar Junge rauskriegen nach oben. Das ist die einzige Chance, ja. Ansonsten, was die da so zusammenkaufen, ist mir ein völliges Rätsel. Wir haben halt, glaube ich, eine sehr sensible Zeit miteinander verbracht. In zwischen 10 und 18, 19, in der wir sehr viel miteinander zu tun hatten und sehr viel auch gemacht haben in verschiedenen Bereichen.
Und vielleicht hat es auch ein bisschen was mit unserer Vergangenheit zu tun. Also so ähnlich wie Marcel bin ich so ein bisschen heimatlos. Ich habe nur einen anderen Weg eingeschlagen. Ich bin dann irgendwie stabil irgendwo geblieben, nachdem ich in den ersten 10 Jahren meines Lebens 8-mal umgezogen bin. Und er ist weitergezogen. Und da verstehen wir uns mit einer Sprache, die vielleicht gar nicht so viele Worte braucht. Spiel. Ne? Damn it. Ah! Ja! Kids, komm! Scheiße. Sportjournalismus war nie ein Thema. Für mich war Sport Hobby und das wollte ich mir nie mit Arbeit irgendwie verhunzen. Optionen waren nicht Fußballspieler, obwohl ich sehr gut Fußball gespielt habe in der Zeit auch in Kaiserslautern, aber es waren eher Journalist, Rechtsanwalt und, oder Diplomat, diplomatischer Dienst fand ich. Weiß, warum? Fragen Sie mich nicht, warum? So, und das Journalismus hat sich aber mehr und mehr und mehr und mehr, fand ich spannend und würde heute auch sagen, ich habe nichts anderes verdient. Aber alle drei Varianten haben eine Bühne, nicht? Der Autismus ist mir nicht so gegeben. Amerikanistik und Politik studiert Marcel Reif in Mainz. Nebenbei arbeitet er für die Politikredaktion des ZDF. Das Studium gibt er schließlich ohne Abschluss auf und wird stattdessen Reporter für Heute und Heute Journal. Anfang der 80er Jahre schickt ihn das ZDF immer wieder nach London und Nordirland. Sein Traum, Korrespondent zu werden, scheint greifbar nahe. Heute gab es in Belfast einen Bombenanschlag auf ein Parteibüro. Marcel Reif berichtet. Steine fliegen, Flaschen, Eisenrohre. Die Reaktion? Was sollen wir tun, sagte uns achselzuckend einer der 11.000 in Nordirland stationierten britischen Soldaten. Wir müssten das ganze Viertel hochnehmen. Und das würde bedeuten, offener Krieg. Wenn man mich hätte Korrespondent werden lassen, wäre es gut gewesen. Da man mich hat nicht Korrespondent werden lassen, war ich sehr beleidigt. Es war wirklich so, war kindisch ohne Ende. Aber ich war so wütend, dass das mit London nicht geklappt hatte. Nach 2 Jahren wirklich sehr, sehr ordentlichem Arbeiten da. Und alle bestätigten das, so toll, prima, toll, Mensch, es wäre prima, wenn du das wärst, aber es geht halt nicht. Da dachte ich, das kann nicht sein. Und dann bin ich mit wehenden Fahnen übergelaufen. Richtig, wir haben beschlossen, dass also öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehschaffende doch lieber fleißig ans Werk gehen und nicht singen. Marcel Reif gut ist auch nicht so danach, glaube ich. Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass er das können würde. Er ist intelligent, er ist sehr belesen, er spricht mehrere Sprachen, er hat eine sehr fundierte, sehr breite Allgemeinbildung, ja, und das bisschen Sport, das kriegen wir dann schon. Nein, und er hat ja sehr, sehr heftig auch an sich gearbeitet, sehr intensiv, weil er wollte schon einer von den Guten werden. Und dann gab es von außen, boah, Feuer ohne Ende. Da, weiß ich nicht, weil Leute meinten, ich sei Quereinsteiger, was Quatsch war. Ich hatte wirklich selber Fußball gespielt. Mindestens so viel wie jeder andere, der heute Fußball kommentiert und damals. Also auch vom Niveau her, ganz sicher. Aber das war nicht bekannt, weil ich kam eben von der Politik. Das war schon kein Geheimnis. Und so wirkte das so, als käme der Intellektuelle, das Klugscheißer und Kritikaster, kommt da und macht sich da breit im Sport, im Fußball. Reif, oder? Reif, ja, Marcel Reif. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Er hat auch Spaß an Formulierungen. Ich auch, habe auch Spaß. Und ich habe auch Spaß an seinen Formulierungen. Okay, da ist die Grenze ganz, ganz schmal. Ne? Da bist du auch schon mal einen Schritt drüber. Und das
stinkt dann vielen Zuhörern, die sagen, da ist er jetzt, oder, und viele sind zu weit gegangen, oder viele verstehen es auch nicht, was er will oder so, weil mit ein bisschen Spott oder ein bisschen Suffisanz. Niemand erinnert sich noch an das eigentliche Spiel in Madrid 1998. Das umgefallene Tor und die frei improvisierten 70 Minuten vor dem Spiel schrieben Fernsehgeschichte. Ja, ich dachte, wir könnten jetzt so ein bisschen Fußball gucken, so im Halbfinale der Champions League. Und jetzt erleben wir hier so ein bisschen einen Heimwerkerkurs. Ah, jetzt steht auch noch Wasser. Du bist aufs Grundwasser gekommen schon. Oder ist es Öl? Der scheint ganz wichtig. Das ist einer von der UEFA. Oder der ist ganz unwichtig und trägt einfach nur irgendwas hin und her. Ja, wenn er ein Tor tragen würde, wäre nicht schlecht. Wie was? Wir brauchen unbedingt ein schnelles Tor. Ja. Das würde dem Spiel gut tun. Der Satz. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel gut getan wie heute hier. Früh oder ein spät, frühes, aber ein ganz frühes ganz Tor. Früh. Für diese ungewöhnliche und schlagfertige Moderation bekam Marcel Reif den Bayerischen Fernsehpreis und den Goldenen Löwen. Weitere Ehrungen folgten. Egal, ob er gerade für RTL, Premiere oder Sky kommentierte. Es ist gerade sein souveränes Deutsch und seine Eloquenz, die ihn zu dem deutschen Fußballkommentator gemacht haben. Sein fußballverrückter Vater wäre stolz. Ich bin, wenn ich ihn zugucke beim Sport machen, beim Kicken, vielleicht nicht mehr ganz so laut draußen, wie ich bei meinem Erwachsenen damals war. Der sagte mir irgendwann mal, Papa, es ist toll, dass du immer zum Spiel kommst, aber kannst du einmal wegbleiben, bitte, weil es ist nicht auszuhalten. Heute hoffe ich, dass ich ein bisschen ruhiger bin. Auf der anderen Seite wollen die aber auch Kritik haben und Kommentierung haben. Du machst das doch sonst, sag auch du. Gut. Also am schönsten ist es immer, es ist immer noch der schönste Fußball, den zuzugucken. Das toppt mir auch Bayern München nicht. Gleiches gibt für Jovanovic im Zweikampf mit Torrejon. Freistoß, Sandhausen. Ja, auf die Hölzer geklopft. Aber so war es auch nicht. Ja, faul ist faul. Da guck. Oh. Und die Sohle ist oben. Entschuldige mal. Alexander Ring. Niki, du bist gut. Ja, Entschuldigung. Du kommst so. Der finnische Nationalspieler. Der Freitag ist ein Ritual. Das heißt, wir gehen ins Freie und dann Fußball spielen, Basketball spielen, egal was die wollen halt. Jedenfalls Dampf ablassen nach der Schule. Und danach gehen wir zurück nach Hause und gucken abends das Freitagsspiel. Wenn du das nicht gewinnen heute, kannst du den Laden zumachen. Du hast nicht mehr aufsteigen. So schon. Kompliziert. Keine Lust auf zweite Liga. Unfassbar. Die letzten Wochen zusammengeworfen. Sie könnten ungeduldig werden, auch das hat Schlüsse für das Spiel der Mannschaft. Das wird lautern. Alles verloren, was man verlieren konnte. Als ihre Mutter mal fragte, sag mal, das macht ihr jeden Freitag? Sag mal, jeden Freitag dasselbe? Seid ihr eigentlich noch ganz. Darauf sagte der Kleine, der war da, glaube ich, 8 oder 9, und sagte, auf Englisch, weil ihr. It's tradition, Mommy. Ende der Diskussion, das verstehst du nicht. Das ist Männersache.